Folge 20, wir sind drin. Was machen wir heute? Tja, wir wollten Nebenmission machen. Auf geht's. Dazu müssen wir auch erstmal eine finden. Wollen wir erst, ja, oder wollen wir mit Jackdaw in den verbotenen Wald? Eigentlich noch nie, oder? Soweit, soweit. Schon die Weltkarte dafür, um das zu sehen. Oh, was? Wo wir könnten auch hier hin. Aber wir lohnen schon mal noch Nebenmissionen. Wir lohnen schon mal noch Nebenmissionen. Noch Nebenmissionen. Das sehen wir keine. Wollen wir einfach mal nach Hogwarts zurück? Hier zum Beispiel. Aber wir kommen dort nicht hin. Nee. Ah. Ja, am besten gleich hier hin. Eisen, abfahrt. Wieder mal auf Abenteuertour? So, und dafür müssen wir jetzt. Ich möchte hier hin. Kann nicht so weit sein. Ah, perfekt. Hallo, ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Ja, logisch. Ja, wo ist er denn? Hier. Du hast mich gerufen, Gareth? Ja. Nachdem du mir schon mit der Fußballfeder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Whispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Du und deine Brauerei, du Du und deine Elixiere. Wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Whispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es einen Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest einen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und Warum das nicht getrocknete immer? Billywick-Stacheln holen. Ein Geheimgang? Das ist genau mein Ding. Natürlich. Man weiß nie, wann man einen guten Fluchtweg aus dem Schloss brauchen könnte. Toll, danke. Aber du solltest wissen, dass es nicht gerade schnell geht. Er ist vor allem geheim. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Descendium. Ist das nicht Diebstahl? Willst du etwa, dass ich sie stehle? Meine Güte, ich verlange ja nicht, dass du Gringotts ausraubst. Der Honigtopf hat ja mehr als genug davon. Die braucht man für Süßigkeiten. Die vermisst doch niemand. Kann das nicht jemand kaufen? Kann nicht jemand die Billywick-Stacheln für dich kaufen? Die kann man nicht kaufen und der Keller kann jederzeit verschlossen werden. Der beste Weg hinein und hinaus ist also der Geheimgang. Ich versuch's. Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als erster mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Vielleicht kann Amit mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Zügel lockert. Ich muss diese getrockneten Billywick-Stacheln für Gareth besorgen, damit er sein Gebräu fertigstellen kann.
Eine einäugige Hexenstatue dürfte leicht zu finden sein. Der Typ, der... Der, wo das Labor fast in die Luft geflogen ist. Finde die Statue der einäugigen Hexe. Hm? Oh, Alter, so ein Riesenradius. Das scheint die richtige Statue zu sein. Hm? Was war das Passwort? Ach, hier. Guck mal, was antippen. Descendium. Oh, wer hätte all das hier unten erwartet? Aufzug. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Ja, dafür haben wir das Richtige. Nee. Repar. Siehste? Das scheint gewirkt zu haben. Haben wir hier noch irgendwo was? Ah. Mega Power Trank. Sehr schön. Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Was? Rohklumpfsaft. Rohklumpfsaft. Cool. Runterspringen? Nee, das kriegen wir nicht hin. Incendium! Ich sitze in der Falle. Wie komme ich hier raus? Legion. Aha, okay. Ich muss irgendwie daran vorbeikommen. Legioso! Ah. Schaffen wir das? Was war denn? War denn gleich nochmal rennen? War das nicht? Ums. Repar! Legioso!
Kletter- und Sprungpassagen. Incendio! Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Impar! Legioso! Irgendetwas steht der Plattform im Weg. Akio! Irgendwas steht der Plattform im Weg. Nee. Oder? Akio! Legioso! Das hat geklappt! Oh nee! Nee, hat's die? Uaha! Wo bin ich? Hey, wo sind die Kröte? Legioso! Ins Zentrum! Akio! Hey, geht nicht. Akio! Warte! Hier muss der Ausgang sein. Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Ah, was ist dort? Dort eine Truhe? Boah! Stimmt, geiles Zeug drin. Ausrüstung, was können wir weggeben? Brille vielleicht nochmal, da haben wir so viele. Hufsch und Hufsch. 90. 6. Welche haben wir denn? Fliegerbrille kann weg. Wir müssen einfach mal nächstes Mal. Jetzt müssen wir dann mal auf den Punkt gehen. Commander Hausmantel. Gucken. Wir können ja erstmal im Inventar kurz gucken, was wir hier überhaupt gefunden haben für ein Zeug. Seht ihr das hier? Urklumpsaft. Kleine Kreaturen, die wie Pilze aussehen. Ihr Saft wird im Mega-Power-Trank genutzt. Sie verstecken sich zumeist unter der Erde. Nieste. Aha. Ja. Auch nicht schlechter wie der andere. Ihr hoch jetzt hier, ja. Oh. Rebellion. Mal kurz gucken hier. Nix.
Und hier? Nee, nix. Und hinten ist noch eine Truhe. Ins Hände! Riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Oh. Mist! Oh, hier, Nullwert. Weg damit. Ruhe weg. Majestätischer Schulumhang. Weil wenn das nichts ist. Weißer Umhang. Oh, was? Bieren. Haben wir alles Bades hier gekriegt? Boah. Fakt. Honigtopf verlassen. Rebellion. Auf geht's nach Hogsmeade. Der Honigtopf. Ich rieche Schokolade. Wo finde ich die getrockneten Billywig-Stacheln? Wir müssen unbedingt... Wieder hier irgendwas... Irgendwas verkaufen dann. Wir brauchen die Plätze. Dunkle Schiebermütze. Eine Schiebermütze kann geil sein. Obwohl ein Hut eigentlich besser wäre. Plus 18 dort oben. Verteidigung. Das ist cool. Boah, das sieht viel übelst scheiße aus. Naja. Dort, hä? Honig? Das Passage der einäugigen Hexe. Gut. Ich hab die Billywig-Stacheln. Jetzt zurück zu Gareth. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sein neues Rezept wohl wird. Hier sind wir. Ah. Erfrischt mal dieses Feuer hier. Anhänger der dunklen Künste sollten sich lieber. Gucken wir schnell hier. Ist eine Buchseite dort. Ach hier. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade.
Wir laufen mal ein Stück. Kann ich bitte was erkunden? Mir fehlen die alten Quidditch-Turm. Wir wollten ja eigentlich was verkaufen. Hallöchen! Lust auf eine kleine Stilveränderung? Wir haben eine große Auswahl. Sehen Sie sich in Ruhe um. Nee, ich will mein Zeug verkaufen, du Heinz. Gegenstände verkaufen. Hier zum Beispiel. Hier die hässliche Maske vor allen Dingen. Die kann auf jeden Fall weg. Falls ich es nicht erwähnt habe, schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Hier dieser komische Schlafanzug. Weg. Handschuhe weg. Hier, 150. Ah, nee, den haben wir ja erst gekriegt, das, oder? Wollmantel. Warum habe ich den eigentlich nie auf drauf? Das verstehe ich auch nicht. $500 kostet das Vieh. Ja gut. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Warum habe ich denn aber diesen Zylinder nicht auf? Hier. Ist der Knieverkehrungsfluch wirklich so schlimm? Ich frage mich, wie noch eine Geschäftin. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Neben der Spur vielleicht. Nicht gut. Wird nichts mehr kommen. Deswegen nehmen wir uns die Hackenwunde laufen. Müssen wir hin.
Ab, zerab. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Irgendeine Bewandtnis hier. Revelio. Nee. Was hab ich doch. Incendio! Legt sich da hier was? Ah, warte mal, hier sind Zahlen drauf. Ei? Nee. Hi. Hier ist die 4. Hier die 2. Passiert nichts. Ist hier auch alles sowas? Nee. Eichen 2. Machen wir jetzt hier mal die 2. Und hier das Zeichen, das bedeutet die 5 oder 4. 4 ist das. Ist ja. Levioso! Akio! Ja. Levioso! Keine Ahnung. Weiter. Ah, hier ist auch noch was. Ah, warte mal. Jetzt müssen wir nochmal machen. Erst müssen wir die ersten Dinger anmachen. Incendio. So. Das ist die 2, stimmt. Das ist die 4, stimmt. Das Dreieck ist die 1. Stimmt. Ne, es sind 2 Dreiecke, scheiße. Dreieck mit Fadenkreuz. Dreieck mit Fadenkreuz ist die 3. Und das andere ist die 1.
Na super. Rebellion. Magisches Diagramm. Grüner Frühlingsschal mit Efeu-Muster. Gucken. Oh, plus 6, plus 14. Big. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, dass wir dran geblieben sind. Wie komme ich jetzt wieder hier hoch? Aha. So, na gut, Rätsel gelöst. Ich würde mal sagen, wir beenden hier Folge 20. Denn beim nächsten Mal werden wir wieder Gerrit sehen.